In diesem Video schauen wir uns die Creative Sound Blaster Play 2 mal genauer an und fangen mal beim Lieferumfang direkt an. Was ist also alles mitgeliefert bei der Soundkarte? Es ist eine relativ schmale Packung, darin befindet sich natürlich die Soundkarte inklusive einem Klinkenadapter, da kommen wir später noch drauf, und natürlich einer Treiber-CD und dem üblichen Handbuch. Treiber-CD habe ich nie benutzt, einfach den neuesten Treiber von der Webseite runterladen, hat man mehr davon. Die Soundkarte hat ein paar Besonderheiten, da kommen wir jetzt drauf. Und zwar sieht man das hier gut, ganz gut an dem Bild. Die Soundkarte hat ein kleines Käbelchen dran quasi. Also der USB-Anschluss ist nicht direkt am Plastikgehäuse, sondern ist mit so einem USB-Kabel verbunden. Das hat den Vorteil, dass beim Anschließen der Karte nur ein USB-Port belegt wird und nicht wie bei vielen anderen Soundkarten zwei USB-Ports belegt werden. Die Soundkarte kann man ja zum Beispiel auch am Raspberry Pi betreiben und der hat sowieso nur eingeschränkte USB-Ports. Da kann man, ist man dann froh, wenn man eben so eine Konstruktion hat. Die nächste Besonderheit ist eine recht interessante und zwar der Klinkenstecker ist ein kombinierter TRRS-Anschluss. Das bedeutet, dass sowohl Kopfhörerausgang als auch Mikrofoneingang in einem Klinkenadapter vereint sind. Das kennt man zum Beispiel vom Handy, da kann man ja auch ein Headset anschließen, das sowohl Mikrofon als auch Lautsprecher beinhaltet. Wenn man jetzt also einen Kopfhörer direkt dort anschließen möchte, kann man das machen. Einfach den grünen Stecker reinstecken und es wird funktionieren. Was nicht funktioniert, sehen wir hier. Wenn man dann den Mikrofoneingang benutzen möchte, den kann man nicht direkt anschließen. Dafür braucht man dann den mitgelieferten Adapter. Das ist kein Problem und habe ich auch nie als Nachteil empfunden. Schöner Nebeneffekt ist, man hat ja am Handy auch diesen TRRS-Anschluss und diesen Adapter kann man dafür dann zum Beispiel auch verwenden. Also das ist eigentlich eine ganz nette Spielerei und wenn man ein Handy-Headset hat, das eben diesen TRRS-Klinkenstecker hat, kann man ihn auch mit der Soundkarte verwenden. Das bietet sonst keine von mir begutachtete USB-Soundkarte. Kommen wir zur Tonqualität jetzt. Dieses ganze Video ist mit der Soundkarte aufgenommen und ich bin auch recht begeistert von der Aufnahmequalität. Ich habe jetzt verschiedene Soundkarten getestet und gerade die Aufnahmequalität hat mir am besten bei der Soundblaster gefallen. Was auch eine deutliche Steigerung ist, ist die Tonqualität beim Hören. Also wir haben jetzt ja vom Toneingang gesprochen, jetzt sprechen wir vom Ausgang. Und ich habe es einfach mal mit dem Creative Headset probiert und hab das an meine Onboard-Soundkarte angeschlossen. Und da hört man doch einen deutlichen Unterschied, gerade was den Bass angeht. Es ist deutlich brachialer, es vibriert richtig. Und ja, bin dahingehend auch zufrieden, kann da jetzt aber keine Fachmeinung oder sowas abgeben. Also ich kann nur den Ton hören, kann den vergleichen und die 20 Euro, was die Soundkarte kostet, finde ich, ist es eine absolute Steigerung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen oder einen Daumen nach oben. Und wenn ihr auch eine externe Soundkarte habt, würde mich natürlich eure Meinung in den Kommentaren interessieren.